mal mit dem einfach anfangen und ja, einfach bisschen alles durchgehen. Also mit Earthbuild sind natürlich die Rotations extrem wichtig, weil mit Earthbuild kannst du immer initiaten und Leute catchen. Aber das solltest du ja schon von Clock so ein bisschen gewöhnt sein. Ja, was mich da interessiert, wie positioniere ich mich mit dem Earthspirit also richtig? Du schaust gerade schon Stream, oder? Ja. Okay. Okay, gib mir noch mal schnell 2 Minuten Pause, dann gehe ich noch Toilette und so und dann würde ich anfangen. Kein Stress.
Alright, ich wäre wieder da. Also, ich würde mal Go machen, ja. Erstmal zu den Skills. Boulder Smash hat zwei Formen, in denen man es benutzen kann. Eigentlich drei Formen. Einmal einfach als Nuke, um Creep schneller zu farmen. B, einfach den Stein, um die Gegner zu slowen. Und C, man kann auf den Gegner draufrollen und den Gegner ins Team reinkicken. Oder du kannst einen Verbündeten aus dem Fight rauskicken. Oder einen Verbündeten reinkicken. Also, man kann sozusagen damit Teammates safen, die Gegner ins Team reinswappen und allgemein als ein Slow und als ein Farming-Skill benutzen. Rolling Boulder, ja klar, mit dem rollt man halt rein und escaped und ja, initiated auch damit. Und Magnetic Grip, das ist halt einfach Silencen. Aber das geht ja nur mit dem Stone Remnant, ne? Ich glaube, du kannst auch Creeps pullen. Ich glaube, wenn du einen Creep pushst, werden die, glaube ich, auch gesilenced, aber ja. Und normalerweise sieht es dann so aus, du rollst auf die Gegner drauf oder du stehst neben ihm und schießt dann deinen Stein weg und während dem der Stein über den drüber fliegt, ziehst du den Stein dann wieder zurück. Den Stein setzen kann ich auch, wenn ich während dem Rollen, ne? Wenn Ja. ich Rolling Boulder einsetze. Das Kannst auch, heißt. du kannst auch während dem Rollen kicken und silencen. Also du kannst, glaube ich, während dem Rollen alles machen. Ah, okay. Und Ultimate ist natürlich so, macht es verdammt viel Schaden. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, man hat 7 Steine, das heißt, man kann das bis zu 40 Sekunden aufrechterhalten und ein Stein Full Duration sind halt einfach mal 40 mal 6, 240 auf Level 1. Das heißt, theoretisch kannst du mit deiner Ulti über 1000 Schaden auf ein Target machen. Und geht natürlich durch Spell Immunity durch. Durch BKB? Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der Typ neben einem anderen steht, der den Buff auf sich drauf hat, kriegt er ihn, glaub, und es geht durch BKB, wenn man das richtig macht. Aber man kann es halt dispellen, das heißt, er kann den Buff mit BKB loswerden. Aber wenn du den Buff wieder über einen anderen auf ihn drauf machst oder so, dann kann das natürlich nicht loswerden. Und if an enemy hero is affected by Geomagnetic Grip or Boulder Smash, all magnetized heroes share the effects. Das heißt, wenn einer geslowt ist oder einer gesilenced ist, dann sind alle Leute im Magnetized geslowt und Also ich gesilenced. erst Ulti und dann silence ich und dann wird der Silence auf alle übertragen. Ja, kommt halt immer drauf an, was passiert und wie der Fight aussieht. Wie gesagt, die Spells sind jetzt nicht so eindimensional, aber normal, du rollst irgendwie drauf, du machst Ulti an, du triffst entweder eine Person oder mehrere Personen, aber wenn du dann irgendwie einen Stein auf die Person haust, dann splittet es ja auch irgendwie in die anderen Gegner noch rein und oh ja, im Prinzip, du rollst drauf, du machst Ulti an, du silence, nach dem Stun slowst du und ja. Und Skillbild dürfte eigentlich sein, man maxt Boulder Smash und dann maxt man Rolling Boulder und macht meistens maximal ein oder zwei Level in Geomagnetic Grip, je nach Gegner. Wenn man jetzt irgendwie gegen Early Gegnern Blink Heroes so spielt, dann kann 2 Sekunden Silence recht value sein. Und Bounty-Runen extrem wichtig. Doch dann kannst du halt eine Rune safe nehmen. Und was du halt auch machen kannst, um deine Runen zu securen, du kannst dich auch zum Beispiel hier hinstellen. Guckst du, gehen die Gegner hier hin, gehen die Gegner dahin und du hast halt die Option, auf beide Bounties drauf zu rollen. Oder wenn du auf der Botlane bist, du kannst irgendwie hier stehen und dann kannst du auf die Bounty rollen oder auf die. Also Bounty-Runen sind halt immer 100% free eigentlich mit Earth Spirit. Während dem Rollen kann ich auch einsammeln, ne? Dürfte gehen, ja, aber du wirst ja deinen Stunts so timen, dass die gestunt sind, wenn die Bounty spawnt und dann kannst du die einfach so aufnehmen. Von welchem Spiel ist es? Wie bitte?
Wer spielt den Earthspirit? Crit. Die spielt jetzt natürlich die Darkseer Earthspirit Lane. Das ist jetzt nicht so klassische Lane, aber hier wird wahrscheinlich einfach so Double Einschall auf die Gegner drauflaufen. Und wenn der Darkseer irgendwie richtig gut steht, dann kann er natürlich auch irgendwie Mitte ganken und so. Vor allem so ein Storm, wenn jetzt die Lane so steht und man prediktet, das kann man halt auf den Typ draufrollen und ihn dann in den Tower reinkicken oder so. Okay. Was ist sonst noch wichtig zum Lanen? Du hast ja Rolling Boulder, also echt einen Skill, wo dich keiner catchen kann. Wo du machen kannst, was du willst. Das heißt, wenn die Lane schlecht läuft oder allgemein nicht gut, es gibt ja immer die Option zu Creep skippen. Es geht halt um vieles besser wie mit einem Held wie Clock oder so, weil wenn irgendwie zwei Gegner kommen oder ein Gegner im Notfall, kann man immer wegrollen. Mhm. Also wenn man die Lane nicht dominiert, kann man auch einfach mal eine Wave hinter den Tower skippen und so Space für seinen Offlaner machen und den Gegnern farmen die nein. Ohne Risiko. Was macht er hier? Die Camps blocken, dass die nicht pullen können. Alright, und hier ist natürlich die Mechanics. Der will den jetzt töten. Das heißt, der greift jetzt einfach an und slowt ihm und den Notfall rollt er noch drauf. Und wenn man die Leute mit Bolter Smash slowt, immer einfach einen Stein placen. Und man kann einen Stein über verschiedene Arten anklicken. Entweder man macht es irgendwie auf Melee Range, wie wenn man den Bär wegkickt, oder man targetet irgendwo hier den Boden, dann schießt er einfach in die Richtung. Also es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten, wie man den Kick targeten kann. Mhm. Ich würde mal sagen, das hier war gerade ein Missplay. Er hat es eigentlich nicht nötig, hier zu rollen, würde ich sagen. Und wenn, dann hätte wahrscheinlich die kleine Rolle auch gereicht. Die Rolle kann man nicht abbrechen, ne? Nee, kann man nicht. Aber du kannst währenddem du rollst, den Stone Remnant placen. Das heißt, du musst dich erst in letzter Sekunde entscheiden, ob es eine kurze oder lange Rolle werden soll. Ja, das war jetzt zum Beispiel auf einen draufrollen und ihn dann reinkicken. Der Nachteil ist halt, dann wird der Gegner nicht geslaut, aber man kann ihn halt irgendwie in Verbündete oder in Tower reinhauen oder sowas. Und wenn man, glaube ich, während der Gegner geslowt ist, irgendwann anfängt zu rollen, dann hat man, glaube ich, auch 100% Trefferquote, wenn man es richtig zielt. Weil wenn er geslowt ist, kann er natürlich nicht so weit zur Seite laufen, wenn man die Sachen perfekt timet. Über Item Builds bin ich mir nicht ganz so sicher, was man haben will. Aber auf jeden Fall, die klassischen Post 4 Items in dem Game bietet sich wahrscheinlich die Super Urn an, wegen Death Prophet und so. Aber was gibt's eigentlich sonst? Es gibt, glaube ich, Veil kann manchmal eine Option sein. Einfach gute Stats und mehr Damage. Man kann eventuell auch ein paar Bracer bauen. So ein Spaß wie Orke kann sich in manchen Games vielleicht auch lohnen, gerade wenn die Leute so ein Escape-Held mit Yul spielen, dass man so zwei Silences einfach hat.
Weiß nicht, Halbert kann sich vielleicht in manchen Games lohnen, aber als Passier hat man ja eigentlich eh nicht so viel Gold. Demnach sind die Items wahrscheinlich eher so irgendwie Earn Stick into Use oder sowas. Bin mir aber. Müsste man mal checken, aber das kann man ja dann auf Dota 2 Pro Tracker einfach ein paar Games durchgehen und gucken, was bauen sich die Leute. Er hat jetzt auf jeden Fall ein Level Silence genommen, wahrscheinlich einfach wegen Storm. Also, du siehst ja, er hat jetzt die Lane verlassen. Er hat jetzt auf jeden Fall einen Level 8 Puck. Und so ein Puck, der kann eigentlich mit jeder Ulti Leute töten. Hat auch mega viel Damage. Was hat er sonst noch für Helden? Mein, okay, mit Darkseer, ne, Medusa diven macht halt nicht so viel Spaß, weil die ist echt tanky. Das heißt, die besten Moves sind wahrscheinlich gerade einfach, während der TB irgendwie im Triangle Jungle farmt, mit dem Pack auf Leute drauflaufen, Leute töten und Tower nehmen. Und wenn Earthbird einen anspringt, hat der mit Pack eigentlich immer wahrscheinlich 100% Kill Potential auf die Gegner. Das heißt, sein Gameplan ist jetzt einfach, mit dem Pack Sachen zu machen, während der TB farmt. Mit Darkseer ist dann nicht auch, also die Kombination hier mit dem, wie heißt das Skill, dass der Darkseer die ganzen Leute bündelt, zurückzieht, und das in Kombination mit dem Magnetize vom Earth Spirit. Ja, aber du brauchst kein Vakuum, um den Magnetize zu splitten, weil das irgendwie durch den Remnant 400, 600 Radius und so hat. Das heißt, die müssen gar nicht so nah aneinander stehen. Da ist das meistens nicht so das Problem. Aber klar, du kannst schon. Nee. Du kannst schon einen Slow auf mehrere Leute bekommen, aber. Es ist eigentlich jetzt nicht so big wahrscheinlich. Ein Shell ist natürlich nice. Der kannst dir. Darkseer kannst dir vorm TP geben. Darkseer kannst dir geben, du springst auf die Gegner drauf. Der Orb of Venom in dem Fall hat sich ja gar nicht so richtig gelohnt, ne? Der hat ihm halt Kill Potential of a Lane auf den Keeper of the Light gegeben. Der kann dann eigentlich nicht mehr weglaufen. Aber jetzt hat auf jeden Fall Ulti, jetzt denke ich mal, jetzt ist auf jeden Fall der Plan, mit Pack und Ulti mal Leute zu töten. Die haben jetzt irgendwie, durch das, dass der Pack so ein recht gutes Game hat, haben Mitte Tower genommen, haben Offline Tower genommen. Und jetzt geht's natürlich darum, den Gegner den Space wegzunehmen und wenn die irgendwo farmen, die einfach zu töten. Und wenn er jetzt wahrscheinlich irgendwo drauf springt, lässt er sich von Darkseer Einshell geben, dann rollt er rein, dann Magnetize, dann Slow Silence. Oder er wartet irgendwie im Fight, bis der Storm reingeht und Instant Silence stunt ihn dann, dass der stirbt. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dem Pack sein Job, den Storm zu catchen. Ja. Wenn die Medusa Mana Shield schon anhat und wird gesilenced, wird Mana Shield abgebrochen oder? Nee, das Mana Shield bleibt permanent an. Aber das ist zum Beispiel hier gesehen. Meistens, wenn man Leute catcht, macht man es halt so rum. Erst den Pull und dann den Kick. Weil wenn du jetzt hier natürlich instant den Kotte siehst, der könnte Ulti benutzen, der könnte Blinding Light benutzen. Der könnte was auch immer machen. Das heißt, du hast eigentlich keine Zeit abzuwarten, bis du dein Ding kickst und dann ziehst, sondern hier dann einfach auf den Typ deinen Stein drauf, instant silence und dann, sobald der Stein zu dir gepult ist, ihn kicken, dass er geslowt wird. Mach nochmal an. Wo hat er den gesetzt? Direkt auf den Gegner, den Remnant hergepult, dass er gesilenced wurde. Nachdem der Remnant da ist, hat er ja einen Stein, den er auf ihn kicken kann. Ja. Kick den Stein zurück.
Also er zieht den Stein ran und dann kickt er ihn weg. Okay. Durch das Ranziehen wird er gesilenced und nachher nimmt er Damage und wird geslowed. Also wenn man Leute instant sieht oder wenn man so einen Pack oder einen Ember oder irgendwas gankt, dann muss man auf jeden Fall, währenddem man reinrollt oder instant, sobald man die sieht, erst silencen, weil sonst springen die ja einfach weg. Oder benutzen irgendwelche Skills oder auch so ein Lifesteal oder sowas. Alright, wieso hat er die Combo jetzt hier so gemacht? Okay, er sieht ihn, er jumpt auf ihn. Er hat meiner Meinung nach zwei Optionen. Option 1, einen Schritt nach rechts laufen und den Kottl hier hinkicken. Dann wäre er irgendwie näher zum Team. Mhm. Option 2, Stein machen und auf ihn draufkicken. Silencen nicht? Im Moment ist er ja noch gestunt, aber ja, klar. Kicken und Silencen macht man ja eigentlich auf jeden Fall mit dem gleichen Stein. Können ja gleich gucken, in welcher Reihenfolge er das macht. Er hat erst gesilenced und dann gekickt. Also kurz in dem Moment, wo der Stun aufhört, instant den Silence und dann den Kick, dass er geslowed wird. Boah. Okay. Benutzt natürlich hier keinen Magnetize, weil der Kottl sah ja aus, als ob der Solo stirbt. Jetzt hat den natürlich benutzt, weil irgendwie noch mehr Leute kommen. Aber er wird wahrscheinlich hier sterben. Aber jetzt kann er nochmal... Du siehst hier über den Leuten, über deinen Köpfen ist ja immer so eine Zahl, so lange geht noch Magnetize. Bevor das auf 0 geht, muss man 9 Stein placen. Mhm. Dass der Buff aufrecht bleibt. Wenn die Gegner zum Beispiel einen Stun haben, muss man natürlich aufpassen, dass kurz bevor Magnetize ausläuft, dass man dann nicht gestunt wird. Oder wenn die einen Stun ready haben, dass man dann halt schon früher den Stein setzt für den Buff Refreshen. Aber sieh schon. Wie hast du die Tastenbelegung bei Spirit? QWE. So, QWEGR. Und den benutze... Okay. Also geh ich bei mir den Remnant setzen und alles andere sind QWR, sind einfach die Skills. Und den nimmst du mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger? Ich nehme alles mit... ich weiß nicht, mit welchem Finger ich die Tasten drücke, aber... Ich denke, ich drücke auf jeden Fall gar nichts mit dem Daumen. Das Einzige, was ich mit Daumen drücke, ist Alt- und Leertaste. Okay, ich habe nämlich gerade überlegt, den Remnant, den Kick und den Silence, den hat Crit ja relativ schnell hintereinander weggezogen. Okay. Also es geht eigentlich so instant. Man Zeigefinger ist normal auf ist bei mir auf G für den Remnant Spawn und mit meinen anderen drei Fingern bin ich halt auf QWER, also aber. Ich hatte auch schon überlegt, den sonst auf D, damit der näher beim E ist, anstatt auf G. Ich mach das auf jeden Fall mit meinem Zeigefinger den Remnant und mit den anderen drei Fingern den Kicken und so. Aber, keine Ahnung, muss man halt irgendwie ausprobieren, was bei einem gut funktioniert, aber ich finde nicht, dass man bei Earthbuild extra Hotkeys braucht. Ja. Wir können ja nochmal zurückgehen. Was war jetzt hier die Combo? Die laufen auf den High Ground. Er wird gesilenced, geslowed. Kurz bevor der Silence ausläuft, macht er den Stun auf ihn drauf. Ein bisschen arg am Feeden, aber durch seine offensiven Feeds freefarmt auch der Terrorblade und so. Bin mir nicht sicher, ob die offensiven Feeds so der perfekte Move sind, aber zumindest wissen sie permanent, wo die Gegner sind, weil er so aggressiv steht und der Terrorblade kann umsonst farmen.
Okay, so jetzt in dem Fight. Jetzt wirst du zum ersten Mal sehen, wie er im Brawl den Silence benutzt. Maxi auf jeden Fall auch den Rolling Boulder, keine Ahnung. Also entweder Boulder Smash oder Rolling Boulder, aber wahrscheinlich will er einfach den Low Cooldown haben, sobald er Level 7, 8 hat. Also ich denke, der optimalste Build auf Boss 4 ist wahrscheinlich 2, 3 Level in Boulder Smash und dann Rolling Boulder maxen. Okay. Also, er guckt jetzt auf die Map, drückt einfach da W drauf, wo er im Moment hin will, und sobald er losrollt, placed er einen Spirit vor sich, dass er schnell rollt, und dann placed er einen Spirit auf den Storm und zieht den Spirit vom Storm und er wird da instant gesilenced, so. Wo ist denn gerade seine Maus? So, die Maus auf den Storm und jetzt Spirits und dann Silence. Okay, jetzt hat er die Maus hier oben hingezogen, weil er kann natürlich, das geht in einer Linie, das heißt, er kann eigentlich alle drei silencen. Ist das Silence ein AOE? Ja. Jeder, der den Stein berührt, wird sozusagen gesilenced. Also alle zwischen dem Stein und dir werden sozusagen gesilenced. Nur zwischen. Also Ja. wenn die da hinter dem Stein stehen, dann nicht. Ja, wir können ja nochmal durchgehen. Und dann kurz bevor es benutzt. Also Roll auf den Gegner drücken. Dann hier einen Remnant placen, dass er schnell rollt vor sich. Ja. Jetzt hat er den Speedroll. Jetzt ready werden, den Silence zu benutzen. Und da, die sind ja geleasht und irgendwie vom Pack gesilenced, also hat er den Silence doch noch reingehalten. Und jetzt kurz bevor er den Silence beendet, macht er jetzt einen Remnant auf die drauf, pullt den Remnant. Der Remnant ist jetzt hier und wird gepullt. Das heißt, alle hier, wo ich meine Maus habe in der Linie, werden gesilenced. Und sobald der Remnant bei ihm ankommt, kickt er es auf die drauf, um Schaden zu machen und die noch zu slowen. Okay. Also siehst schon, Magnetize benutzt er sehr selten, eigentlich nur in den großen Fights oder wenn er kein Team hat und solo so viel Damage machen muss. Aber 40 Schaden pro Sekunde ist halt auch nicht so viel. Was er auch immer aufpassen muss, sein Remnant Management. Man hat natürlich nur 7 und ein Stein braucht 25 Sekunden. Das heißt, man muss auch schauen, dass man die nicht zu, dass man die eigentlich nicht zu viel verwendet. Ja, das Magnetize war jetzt eventuell auch nicht so geil. Aber du siehst schon grundlegend, wie man die Skills benutzt, denke ich mal. Alright. Hier hat er jetzt natürlich zwei Optionen, wenn er auf die Medusa drauf rollt. Entweder er kickt sie hier hin, dass sein Team schneller rankommt. Oder er benutzt dann halt auch den Slow, dass sie langsamer weglaufen kann. Auf jeden Fall, jetzt wäre ich auch der Plan wieder, sobald der Stun gleich rausläuft, sie zu silencen. Aber sie hat Manta. Von dem her denkt er sich wahrscheinlich, okay, wenn er Silence benutzt, dann Manta die E und ja. Oder er hat einfach zu spät gesilenced. Er hat zu spät gesilenced. Jetzt hat sie halt Ulti rausbekommen.
Was sehe ich hier? Er hat Magnetize auf hier drauf. Da er Magnetize auf hier drauf hat, kann er hier jetzt einfach weiter hinten stehen und einfach schauen, dass auf den Gegnern immer Magnetize drauf bleibt. So, jetzt hat er den Magnetize, den Remnant hier benutzt. Jetzt ist der Storm hier auch getroffen. Jetzt wartet, und jetzt hat er hier zwei Aufgaben. A, den Magnetize aufrechtzuerhalten und, falls es irgendwie so aussieht, als ob es hier eine gute Möglichkeit gibt, reinzurollen und reinzustunnen, dann geht er rein. Aber im Moment hat er gut Impact, nur durch das, dass er seine Ulti da hält und sobald der nächste Silence Ready wird, Silence auf alle Gegner macht. Und wenn er hier jetzt irgendwie einfach reinrollen würde, dann gibt es ja auch die Chance, dass er einfach irgendwie direkt gegen Storm und Echo Slam und so weiter stirbt. Oder in die Will-O-Wisp-Ulti reinkommen. Das heißt, der chillt jetzt einfach im Rand und schaut, dass die Damage nehmen. Ich meine, das macht so viel Damage wie Radiance. Das ist wie wenn so ein Radiance-Hero mittendrin in allen Gegnern drin steht. 2 Sekunden, 1 Sekunde, jetzt wird's refreshed. Und jetzt läuft er wahrscheinlich gleich hin und macht noch einen Stein und Silence. Er rollt hier rein. Während den Rollen Stein und Silence, der Buff wird refreshed. Guck, und du siehst, der Storm, obwohl er nicht da war, hat hier auch den Silence bekommen. Nur weil er den Magnetize noch auf sich drauf hatte. Ja. Und das war hier auch die Combo. Er ist geslowt und dann ist er zu langsam, um irgendwie aus dem Stun rauszulaufen. Aber jetzt ist er natürlich out of Remnants, das heißt, jetzt müssen die eigentlich, sobald die Gegner wieder leben, eher ein bisschen chillen, weil ohne Remnants zu fighten und ist nicht so geil auf Earth Spirit. Als Core Earth Spirit nimmt man eigentlich immer den Damage und als Support nimmt man die Boulder Distance, denke ich mal. Aber manche Core Earth Spirits nehmen auch die Roll Distance. Das sind eigentlich beide Talents ganz gut. Und auf Level 15 nehme ich die Arme, nehme ich mal an. Nehmen die meisten, glaube ich, auch den Boulder Damage. Weil das hat ja bloß 4 Sekunden Cooldown, das kann man ja permanent benutzen. Kann man ja auch zum Farmen benutzen, so Creeps und so. Okay, Level 20. Kommt aufs Game drauf an, sind beide gut, aber in dem Game wahrscheinlich der Silence. Weil wenn so Shaker und Storm oder das Prophet oder so gesilenced sind, oder wenn man ein ganzes Team einfach so 7 Sekunden lang im Magnetize alle Silence, kann schon gut sein. 7 Sekunden Silence auf dem einfachen Helden, auf dem ist ja auch schon gigantisch, ist ja. Ja, wenn man da kein BKB hat oder kein Manta oder so, dann hat man da eine Weile lang keinen Spaß. Ja, Max ist hier auch den Silence. Ich habe ja vorher gesagt, meistens ist der Build so den Boulder Smash maxen, wegen den Damage und Cooldown. Aber er denkt sich wahrscheinlich hier, ey, er spielt gegen irgendwie Storm und Shaker und so ein langer Silence kann hier echt Value sein. Sicher auch hier im Fight, die sind einfach alle in der Darkseer War, sind gesilenced, können nichts machen. Hast du dir eigentlich gemerkt, wann wir circa angefangen haben? Ja, ja, steht doch. Also mit dem Game. Achso, mit dem Game? Nimm einfach das Coaching-Dings. Den Anfang, vor 40 Minuten. Ah, oh, okay. Ja, und keine Ahnung, das sind jetzt eigentlich schon die meisten Basics, so in deinem Game wird es halt meistens wahrscheinlich so aussehen, du solo killst entweder Leute solo mit deiner Ulti, du kannst eigentlich jeden solo killen, oder da ist ein großer Teamfight und du rollst einfach rein, machst Ulti und silence das ganze Gegnerteam.
weiß nicht, ob es hier noch so viel zu sehen gibt in dem Game. Ich glaube, die Basics und so haben wir durch und... Ja, und Item Choices, wahrscheinlich alle Items, die auf Clock gut sind, sind auch auf Earth Spirit gut, würde ich so grundlegend sagen. Wenn du ein richtig gutes Game hast, kannst du auch irgendwie Damage und Power Threats gehen. Damage Talent und Power Threats und vielleicht sowas wie Blade Mail oder sowas sogar und einfach die Gegner rechtsklicken, aber... Lohnt sich ein Yules? Yules ist eigentlich immer ein gutes Item. Du kannst, du hast mehr Catch für die Gegner, du hast ein Setup für deine Skills und... Aber ja, keine Ahnung. In deinen Games wird vielleicht auch einfach sowas wie Orchid und Veil gut sein, weil wenn man Damage zum Leute Solo killen hat, ist es halt immer gut, weil du hast natürlich die Möglichkeit, alle zu Solo killen, weil die Leute nicht so gut sind, weil die nicht zusammenspielen. Und wie gesagt, so mit einer Level 2 Ulti, die macht 80 Schaden pro Sekunde, mit 3 Steinen hast du 20 Sekunden lang 80, das sind 1600 Damage allein nur auf der Ulti. Vorausgesetzt, ich krieg die Steine alle durch. Das ist eigentlich... Ja, wenn man das ein bisschen übt und so drauf hat, ist es eigentlich nicht so ein Problem. Weiß nicht, vielleicht... Du hast jetzt eigentlich bloß Mirana und Clock und so gespielt. Vielleicht, wenn du jetzt Earth Spirit und Phoenix oder was auch immer practicen willst, wird sie es vielleicht auch anbieten, einen neuen Account zu machen und da die 100 und da in den 100 Stunden Kalibration die Helden erstmal 20 Games oder so practicen. Und wenn du nachher deinen Account kalibriert hast, hast du halt auch irgendwie so einen zweiten Account, wo du dann die neuen Helden immer practicen kannst, der ein bisschen weniger MMR hat. Dann hat man A nicht so die Pressure und B verliert man dann halt nicht auf seinem Main so das High MMR. Ja. Das würde sich vielleicht auch anbieten und da du ja jetzt eh dann irgendwie Earthbuild und Phoenix und so erstmal irgendwie wahrscheinlich 10, 20 Games jeden Held erstmal practicen musst, hättest du halt auch so die halbe Kalibration schon voll. Ich glaube, wir können in Phoenix Game reingehen, oder? Ja, ja. Also hier sehe ich halt das Schwierigste, dass ich so schnell die Tasten halt gedrückt bekomme bei den ganzen... Dass ich die drei Skills auf einmal verwende. Remnant, Kick. Einfach in Demo gehen, dir da ein Ex oder so ein Kurier hinstellen und die Kombos einfach üben. Und wenn du ein richtiges Game spielst und da die Kombos durch drin hast, bevor du reingehst, geh im Kopf durch. Was passiert? Du rollst rein, du triffst dein Ding, du machst deinen Remnant, du pushst ihn, du kickst ihn. Einfach schon vor dem Fight so innerlich durchgehen, welche Tasten musst du genau drücken und so. Also so lerne ich das am besten und irgendwann muss man einfach nicht mehr drüber nachdenken. Hm. Aber ja, das muss man halt dann üben. Okay, Phoenix-Zeit. Jo. Ja, Phoenix, das sind die Skills so ein bisschen mehr linear. Der Dive ist laut natürlich und man kann ihn so zum Wegrennen oder zum Hinterherrennen benutzen. Den Laser benutzt man von hinten, um entweder Teammates zu healen oder Gegner zu damagen. Und die Spirits, die macht man auf die Gegner drauf, dass sie Schaden nehmen und langsamer angreifen kann. Und wenn man sein Egg benutzt, dann fliegt man halt meistens irgendwie rein, benutzt die Spirits auf alle und macht Egg. Oder man benutzt ein defensives oder offensives Egg. Wenn man defensives oder offensives Egg benutzt, defensives Egg sieht so aus, man rechnet sich im Kopf ein bisschen aus, wie weit muss das Egg von den Gegnern weg sein, dass deren Angriffe nicht reichen, um das Egg zu zerstören. Und je nachdem, wie viele Gegner das sind und wie viel Attack Speed die haben und auf wie viele Leute du deine Spirits drauf bekommst, musst du das Egg dann halt entweder nah an die Gegner stellen oder weit weg. Und wenn die Gegner irgendwie auch am Weglaufen sind, kann man halt auch hinter die Gegner so ein Egg stellen, dass sie entweder gezwungen sind, es anzugreifen oder ja, halt zu sterben. Ich bin im falschen Game. Das war das gleiche gar von, ja. Von gerade eben, ne?
Alright, zum Laning. Mit Phoenix ist natürlich Lane-Kontrolle wichtig, weil mit den Spirits und so kann man halt die Lane pushen und so weiter, wenn man Bock hat. Icarus-Dive, genau das gleiche Spiel mit Earthspirit. Wenn die Lane mal scheiße läuft oder einfach gerade nichts geht oder man einfach denkt, es würde sich lohnen, den Gegner die ganze Creepwave zu denyen, man kann halt for free einfach Creep skippen, weil man hat ja den Dive im Notfall, um rauszukommen. Mit dem Spirits, die geben 80% Attack Speed, so. Das heißt, wenn man die auf die Creep Wave haut, dann greifen die Creeps wortwörtlich gar nicht mehr an. Das heißt, deine Wave pusht dann. Wenn deine Wave pusht, kann man for free immer so Big Camps und so weiter pullen. Und sonst einfach Gegner rechts klicken und permanent die Spirits auf die drauf machen. Macht natürlich einen Haufen Damage, 80 Damage pro Spirit. Man hat 4 Spirits, das sind halt 300 Damage und der Gegner hat natürlich keine Attack Speed, das heißt, du kannst ihn angreifen und er kann dich nicht angreifen. 80 pro Spirit, sagst du. Man kann nur einen Spirit auf einem Gegner drauf haben, der nächste refresht die Duration und die Duration ist 4 Sekunden. Das heißt, man macht die so nacheinander auf die Gegner, kurz bevor die auslaufen. Okay, hat er das Camp geblockt? Ja, er hat das Camp hier geblockt. Er will wohl einfach nicht, dass die Gegner hier irgendwie pullen. Oder nicht Chain pullen. Ah, die haben eine Ench. Natürlich will der Ench kein großes Creep geben, deswegen blockt er das Camp. Alright, nochmal kurz zurückgehen. Wie hat er die Spirits benutzt und wieso? Alright, er benutzt hier. Uff. Es geht alles zu schnell. Alright, Spirits werden benutzt. Ein Spirit wird auf die Ench gemacht. Natürlich Harris und sie kann nicht angreifen. Zweite Spirit hätte, glaubt, den Lifestealer treffen sollen, aber pusht natürlich auch die Lane und der Range Creep hört auf, Damage zu machen. Ja. Er benutzt jetzt einfach auf die Gegner ein bisschen Damage und ein bisschen nervig, weil sie keine Attack Speed mehr haben. Die Lane ist halt echt so ein bisschen besonders, weil, wie gesagt, hier geht es ja eigentlich nur darum, dass die Ench keinen Creep bekommt. Ah, also bis jetzt hat er halt nur die Spirits auf die Gegner benutzt, um sie sozusagen ein bisschen vom Harrison und vom Farmen abzuhalten. Aber Lifestealer ist natürlich auch ein Counterpick gegen Phoenix, weil er kann natürlich mit seiner Rage alles vom Phoenix removen und kann das Eck gut angreifen. Jetzt hat der Phoenix ja auch Level 3. Jetzt öffnet sich übrigens auch nochmal eine neue Möglichkeit. Natürlich, es gäbe eventuell eine Rotation, aber so Clock und Bane sind eigentlich nicht so killbare Helden. Weiter für Lane spielen. Aber theoretisch, du kannst mit Phoenix auch richtig gut early jungeln. Weil jeder Spirit macht ja 140 Damage. Das heißt, du hast halt 600 Damage mit einmal Spirits benutzen. Das heißt, man kann auch gut stacken und dann irgendwie die Stacks abfarmen. Also, wenn man jetzt nicht gerade gegen eine End spielt, kann man auch ohne Probleme mal Camps stacken. Und man kann natürlich mit Phoenix auch Multiple Camps stacken. Wenn man jetzt zum Beispiel hier reinläuft und mit dem richtigen Timing in alle drei Camps einen Spirit reinschmeißt, dann hat man alle drei Camps gestackt. Und stacken ist natürlich richtig nice in dem Patch. A, kann man die Stacks selber abfarmen und B, gibt verdammt viel Gold, wenn deine Carries das irgendwie farmen können.
Und theoretisch noch eine andere Methode, wenn dein Offliner irgendwie in deinen Pubs irgendwie jungeln geht oder so ein Spaß, weil er die Lane aufgibt oder sowas. Du kannst theoretisch auch einfach hier die Wave pullen und während die Wave dir folgt, mit vier Spirits einfach die Wave töten in 16 Sekunden. Also man hat mit Phoenix verdammt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Creep skippen, jungeln, Gegner pressen, pressuren, ganken, stacken. Also der Held kann halt einfach alles so gefühlt. Die Crit Games, die wir heute sehen, die laufen nicht so. Also Lifestealer vom Farm abzuhalten, geht halt eigentlich fast gar nicht. Vor allem, der steht halt einfach gegen Doom und den interessiert er einfach gar nichts. Also weißt du, vielleicht würde ich mir jetzt hier auch überlegen, einfach mal eine Wave so zu skippen, weil die Wave, die man skippt, die bekommt der Lifestealer nicht. So, was macht der jetzt? Rufe Rune Secure und ist es zu spät. Unten hat er keinen TP. Okay, in der Mitte gibt's Free XP, weil er hat natürlich eine TA. TA und Magnus, das sind so zwei Helden, die farmen im Jungle genauso schnell wie auf der Lane. Und der Doom, der steht hier eh oben und isst nur Creeps und so weiter. Also hier gibt's halt in der Mitte gerade Free Levels, so wie es aussieht. Ja, und jetzt sieht's nach Fighten aus. Und die Kombos, die kommen halt nachher erst mit Level 6, weil man wie Ulti Blaze. Die Echsen mit Phoenix natürlich verdammt wichtig, weil Echsen unterscheiden halt einen guten Phoenix von einem schlechten, weil ein guter weiß genau am Limit, wo er die Echsen blazen kann. Dass sie maximal Impact haben. Alright, Dive aus Phoenix, Battery Assault. Der Trick, um aus Battery Assault rauszudiven, man muss den Dive in dem Moment drücken, wo man gestunt ist, glaube ich. Weil wenn man irgendwann castet zwischen dem Stun, wird er einfach vom Stun abgebrochen. Da muss man immer aufpassen, wenn man irgendwie aus Cox rausdiven will. Das kann schief gehen, wenn man den Dive mistimed. Kann ich durch Sunray selber sterben? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Phoenix durch Sunray sterben sehen. Also wahrscheinlich nicht. Und mit Sunray kann man, glaube ich, auch aus den Corks einfach rausfliegen. Ich glaube, Sunray wird ja nicht durch Stunts und so abgebrochen. Und während dem Dive und während Sunrays kann man übrigens auch TP'en. Okay. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie gefährlich wird, wenn ich jetzt irgendwer gerade einfach an die Klippe laufen, Sunray und Toggle Movement nach vorne anmachen und raus TP'en, oder auch in einem Fight, wenn man Low HP ist, einfach Dive anmachen, während wir im Dive TP'en, dann gewinnt man ein bisschen Zeit. Weil in dem Dive wird man ja eigentlich nicht angegriffen. Aber Dive kann abgebrochen werden durch Hex, ne? Durch Hex, durch Stunts, durch alles. Aber jetzt hatte das Ei und jetzt würde ich mal sagen. Okay, jetzt hat er natürlich auch die Spirits gemacht, das heißt, er kann halt auch verdammt schnell jungeln, wenn es nichts zu tun gibt. Und in deinen Games wird es vielleicht oft irgendwie Situationen geben, wo es nicht so viel zu tun gibt, weil irgendwie niemand was in deinem Team macht. Das heißt, man kann auch irgendwie aggressive zwei Camps farmen oder hier zwei Camps. Ein Spirit hier rein, ein Spirit hier rein, 4 Sekunden warten, hier nochmal ein Spirit, da nochmal ein Spirit, beide Camps sind tot. So, aber jetzt zum Thema Phoenix X. Gucken, ob wir gleich irgendwo einen Fight haben. Ach ja, zum Thema, wenn man gegen Trant und so spielt oder Leute, die sich in Bäumen verstecken, die Supernova macht auch
Bäume kaputt im 600 Radius oder sowas. Also macht verdammt viele Bäume kaputt, ich weiß nicht wie viele. Alright. Fight in der Mitte. Alright, wird instant reingetippt, als er den Clockhook sieht, so. Es gibt hier eigentlich zwei Optionen, irgendwie den Spirit auf die Gegner casten und instant hier ecken, in der Hoffnung, dass die TA dann irgendwie das überlebt und die dann gestunt werden. Oder die weiter auf die TA gehen und dann gestunt werden und dann sterben. Er probiert es hier mit dem Sunray irgendwie zu heilen und Schaden zu machen und macht keinen Egg. Egg hätte wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht hätte die Gegner gestunt, aber eher weniger. Ja, gut, das Egg hat jetzt hier nicht wirklich viel gemacht. Das war jetzt nicht so ein Paradebeispiel, aber klar. Er hätte jetzt hier natürlich auch die Option gehabt, nach seinem TP instant hier ein Egg zu machen, einfach als defensives. Und zu hoffen, dass die TA überlebt oder gestunt wird. Oder ein aggressives Egg, dann hätte er irgendwie hier reindiven können. Hier waren zwei Minis, die TA angreifen. Wenn die das Egg angreifen wollen, müssen die erst hier drum rumlaufen. Und nachdem sie die TA töten, haben sie keinen Weg zu escapen. Das heißt, es wäre eigentlich auf zwei Leute dann Safe Damage und ein Stun gewesen. So, das sind so die zwei Eier, die ich hier gesehen hätte in dem Clash. Warum hat er keine Earn Charges bekommen? Weil er noch keine Earn hatte. Er hat die nach dem Egg gekriegt. Okay, aber im Egg würde er trotzdem die Earn Charge bekommen dann. Wahrscheinlich. Weiß nicht zu 100%, aber sollte so sein. Autsch. Also hier natürlich, er divet rein, während ein Dive benutzt das Bild auf beide Gegner. Beide Gegner kriegen Damage vom Dive und werden debufft. Ich glaube, sein Dive wurde hier leider abgebrochen vom Clock-Ding. Ne, hat ihn dann selber abgebrochen, oder? Ich glaube, der wurde vom Clock kurz geministunt, aber ja. Es gab eigentlich keinen Grund von ihm aus dem Dive rauszugehen, weil wir eigentlich hinten stehen und Sunray benutzen. Warum wäre das kein Eck gewesen? Weil die TA. Weil er Cooldown hatte. Okay. Der hat er im Fight benutzt. Jetzt hat er wieder Egg. Alright. So. Steht natürlich hier, anticipated vielleicht, dass die TA sogar gegoat wird. Alright, hier kommt die AP auf die Solo-TA, so. Was sind jetzt hier wieder die Optionen? By the way, Egg Radius 1300, ich habe gedacht, es war 1600. Aber ja, Egg hat auf jeden Fall, dann sieht man den Radius? Ich glaube nicht, ne. Also Egg hat auf jeden Fall einen echt hohen Radius. Warte, ich lass mich kurz auf Gamepedia gehen, weil ich glaube, der Radius hier stimmt nicht. Und wenn er nicht stimmt, dann will ich wissen, in welchem Patch das zurückgeändert wurde. Aber du kannst dir ja schon mal, solange du gerade das Bild siehst, überlegen, wo und wie würden sich hier Eier anbieten? Wie würdest du jetzt die Skills benutzen? Der Radius scheint tatsächlich 1300 zu sein. Okay, also Dagger Range. Weiß ich, links neben dem Creep. Weil die beiden Nahkampfhelden haben ein bisschen Distanz zu überwinden. Und auf dem. Oder auf deren High Ground.
um die in den Tower reinzupuschen. So, warte mal, ich wollte hier die Dagger Range sehen von Magnus. Weil Dagger Range ist natürlich 100 Range weniger wie deine Ding Range, aber ich kann ja nicht gleichzeitig Pause drücken und Dagger Range schauen. Aber, so, warte mal, wir sind ja hier in Zeitlupe. Das hier ist sozusagen das und ein bisschen mehr wäre die Range, wo die Damage nehmen. Okay, gehen wir nochmal zurück und ich sag dir, was ich denk, was ich zu den Eggs denk und wo ich die setzen würde. Also da, wo gerade die hochgejumpt sind, hatte ich gesagt, oder links neben dem Creep. So, also Magnus hat natürlich Skewer ready, das heißt, der kann theoretisch auf dein Ei drauf skewern, aber du kannst auf dem Magnus eh den Attack Slow applyen und von 175 minus 140 sind 35 Attack Speed plus circa noch die 40 vom Echo selber, das heißt, er greift irgendwie alle 2 Sekunden gefühlt mal an. So, die Ench kann theoretisch dein Egg angreifen. Der Lifestealer macht einfach Rage an. So. Was haben die Heroes für Movement Speed? Die Heroes haben jetzt sogar 350 Movement Speed und du hast 1300 Range. Das heißt, du kannst es theoretisch 3 Sekunden laufen weit weg von den Gegnern placen sogar. Okay. Hier wäre Option 1, aber hier kann natürlich die Ench angreifen. Option 2 wäre vielleicht hier irgendwo, Option 3 wäre einfach hier das Egg placen, Option 4 wäre irgendwie so aggressiv wie möglich das Egg hier zu placen, aber... Also auf deren High Ground lieber gar nicht. Also der Lifestealer greift ja mit 2 Angriffen pro Sekunde an und kann deinen Attack Slow removen, das heißt, du kannst erwarten, dass wenn du in der Range vom Lifestealer irgendwo dein Ei hinstellst, dass der instant es angreifen wird. Und solange der nicht 3 Sekunden zu deinem Ei laufen muss, wird dein Egg auf jeden Fall nicht durchkommen. Ja gut, das heißt es wäre nicht wichtiger, dass die TA überlebt, anstatt der Phoenix? Jupp, das wollte ich gerade sagen. Natürlich, wenn die auf dein Ei draufgehen, dann müssen sie 6 Angriffe verschwenden, um dein Egg zu töten. Ja, aber der Magnus hat natürlich Skewer. Kann man die TA saven? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Mein Gefühl wird mir jetzt sagen, was ist die Dive Range? Die Dive Range ist circa so viel. Entweder hier ein paar Sekunden laufen und dann irgendwie Egg hier reinplacen. Oder wie du gesagt hast, irgendwie hier. Aber vom Lifestealer sollte man eigentlich fast 1000 Range weg sein. Okay. Da ist vielleicht 300 Range. Also vor dem Creep würde ich es eher weniger hinstellen, weil der hat, glaube ich, auch Faceboots. Ja. Der macht einfach seine Faceboots an und läuft drauf. Und er hat keinen Held, der den Lifestealer vom Hitten stoppen kann. Das heißt, meine Idee wäre jetzt wahrscheinlich, ich würde circa hier auf das Creep diven. Hier irgendwo. Währenddem ich dive, ich meine, der Sunray hier, der ist Level 2. Wie viel healt der denn? Der healt irgendwie 40 HP pro Sekunde. Ich glaube, das kann man sich im Moment sparen. Das heißt, ich würde es hier hin diven, währenddem ich hin dive, ein Spirit auf die End schmeißen, ein Spirit auf den Magnus und dann hier mein Egg placen. Aber wir haben gesehen, der Magnus hat Skewer, der wird dann wahrscheinlich schlau sein. Das ist ja schon hier die maximale Range, der kann... Ja, wobei, die Range ist echt verdammt lang, so. Von hier 1300 Range ist irgendwie von hier bis hier. Das heißt, die müssten die TA dann schon irgendwie mindestens hier hin skewern. Aber neben der Ench auf dem Low Ground hier, das Egg placen ist auch schon risky und die Range reicht halt nicht und jede Sekunde, wo du da laufen musst, ist deine TI eigentlich schon tot und du musst die Entscheidung eigentlich jetzt schon getroffen haben, was du tust. Also ich würde jetzt entscheiden, wahrscheinlich hierhin, wo ich die Maus hab, das Egg und während zum Egg hinfliegen auf Magnus und Engine Spirit blazen.
Wenn der Lifesteal das angreifen will, muss er 2 Sekunden erst ans Eck hinlaufen, dann ist er schon halb durch. Dann verschwendet er auf jeden Fall mindestens 4 Sekunden von seiner Attack Time. Ja, die Ench, die wird maximal Attack geslowt, die kann eigentlich eh nicht wirklich das Eck angreifen und der Magnus auch nicht wirklich, außer der Skewer drauf, und wenn er auf das Eck drauf skewert, dann greift ja niemand mehr die TA an. Und der Magnus und die Ench machen ja dann eigentlich keinen Damage mehr. So, das wäre jetzt meine Analyse vom Game. Und andere Option, wie ich sag, wäre vielleicht Eck hier irgendwo noch blazen, da kann er eigentlich auch reindiven, also irgendwo hier mindestens 600 Range weit weg von dem, in dem Umkreis. Das wäre so mein Egg-Positioning. Aber was wäre hier die Dive-Range? Ja, sehe ich jetzt nicht mehr, aber... Aber hier wäre so die zweite Position wahrscheinlich, aber... Von hier kann er dann einfach hier wegscoren und ist in Out-of-Egg-Range. Also hier wäre das wahrscheinlich hier irgendwo. Hier in diesem Kreis. Wäre wahrscheinlich das beste Eck meiner Meinung nach der Analyse von mir. Alright, dann gucken wir mal, was passiert. Er divet los. Der erste Spirit fliegt auf den Magnus drauf, das heißt, er wird Attack slowed. Der zweite Spirit fliegt auf die Ench drauf. Es wird kein Eck benutzt. Es wird der hier benutzt. Alright. Wenn ich jetzt mal auf den Magnus klick und seine Dagger Range mir anschaue, die Dagger Range geht bis hier. Das heißt, wäre das Eck hier oder hier gewesen oder hier, dann würden die jetzt immer noch in Egg Range gerade am Rande stehen. Also ich denke mal, da hätte man vielleicht fast ein gutes Egg rausbekommen können. Aber theoretisch, er hat jetzt alles seine Spirits geworfen, er hat seinen Laser voll durchgehauen. Er ist jetzt irgendwie genug Range weg, er könnte es auch immer noch gleich hier ein Eck noch zünden, aber die Gegner, die nach dem TA-Kill würden die dann einfach rauslaufen. Und würde erst zu nah hier blazen, greifen die einfach zu viert, vor allem mit Rage, dann einfach das Eck an. Also echt schwer hier ein gutes Ei zu finden. Es geht wahrscheinlich um einiges besser gegen schlechtere Gegner. Aber auf jeden Fall, der Magnus macht kein Damage, die TA wird geheilt. Die TA scheint jetzt zu überleben, also scheint es eigentlich gar nicht so schlecht gewesen zu sein, für was es sich hier entschieden hat. Gut, TA trotzdem gestorben. So ein Egg hätte vielleicht irgendwie den Brain Sap verhindern können, aber ja. Es sind halt echt schwer, die Entscheidungen zu treffen zwischen dem, was er gemacht hat, und irgendwie ein defensives, offensives Eck da zu placen. Oder sich einfach zu opfern und zu hoffen, dass dann die TA überlebt, weil die das Eck angreifen. Das sind auf jeden Fall die 4 Optionen, die ich hier sehe. Das war ja natürlich ein passives Eck, er hatte Angst gegen den Clock zu sterben. Und alle Skills werden refreshed. Das muss man natürlich auch sehen, nach dem Eck hat man alle Skills wieder ready. Ach ja, und Bild natürlich immer eigentlich, was man so sieht, Spirits maxen und dann Sunray maxen. Und den Dive nur ein Level für den Free Dagger. Er baut hier auch wieder eine Urn. Ne, andere Option wäre Halbert oder Shivas. Kann man Halbert benutzen im Eck? Im Eck nicht, aber während dem Dive. Heißt, mit Halbert kann man manchmal krass aggressive Eier blazen, weil die nicht angreifen können. Gerade gegen Lifesteal zum Beispiel, du kannst ihn ja im Flug disarmen, der kann da dann nicht reagieren und sein Rage macht ja den Halbert disarm nicht weg. Also der Bane macht in dem Game echt mit seinem Meteor Hammer Arbeit.
Weiß nicht, hier hätte er natürlich auch irgendwie einfach in den Bäumen ecken können. Und dann werden die halt gestunt, wenn die hier einen Go machen, aber der Magnus macht das echt gut. Der skewert halt immer die Gegner raus. Aber spätestens jetzt hätte er Eck drücken müssen, dass er nicht an der Shockwave stirbt. Ja, wobei mit Buyback ein besseres Eck setzen, ist das möglich? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht hast du ja gewollt gestorben, aber ich glaube sehr weniger. Warum hat er da jetzt kein Ei gesetzt? In der Hoffnung, dass die Gegner zu lange da verbleiben, um sie dann zu stunnen? Wo denn jetzt genau hier? Bevor die drei Helden gestorben sind. Okay, jetzt zählt er sich's auf, okay. Also auf jeden Fall ja mit dem Egg hat er den Lifestealer nach seinem Egges gestunt und er kann kein BKB-TP machen und B. Eigentlich, sein Plan war halt wahrscheinlich einfach, er kann da einfach drinstehen und permanent seine Skills benutzen, so. Weiß er nicht, ob da ein Egg nötig war. Also das Egg wirklich dann nur im Notfall verwenden. Ja, so wie es aussieht, aber wie gesagt, man kann es halt auch richtig gut für Teamfights verwenden oder Gegner zu baiten oder den Gegner einen Weg abzuschneiden. Aber man muss natürlich auch sehen, die haben hier nicht so viele Helden, um das Ei zu retten. So, und die Gegner haben einen Lifestealer, der einfach das Ei angreifen kann. Von dem her fällt es ihm gar nicht so einfach, das Ei zu benutzen. Wenn du jetzt natürlich irgendwie so ein Egg oder ein Void im Krieg-Team hast und kannst einfach Egg machen und wenn die auf das Egg draufgehen, dann macht er einfach Chrono drüber oder der Egg scrollt einfach oder sowas. Dann kann man natürlich viel einfacher die Eggs so placen. Oder wenn man selber den Magnus hat und man kann so Egg-AP oder sowas benutzen. Aber er hat ja hier in dem Game echt wenig Kombos. Das heißt, er muss das Egg verdammt vorsichtig benutzen, weil wenn es getötet wird, dann, ja, für 6 Angriffe ist dann ein Held gestorben, der potenziell auch am Leben sein könnte und sein Team mit Laser und so unterstützen. Legion wäre doch auch ein guter Kompagnon für die Lane, ne? Der hat halt kein AOE-Control, aber theoretisch Nee, kann schon gut sein. ich meinte jetzt eher, wenn einer das Egg jumpt, dann macht er einfach sein Duel. Ja, das kann schon gut sein, aber das stoppt halt nur einen. Aber ja, klar, so Duel into Egg kann halt eventuell geil sein, aber ich glaube, Phoenix kann einfach mit jedem Held eigentlich fast spielen. Aber so die richtig krassen Combo-Helden sind halt echt sowas wie Void Carry oder sowas wie Egg Offlane. Einfach irgendwie gute Stunts oder Leute, die Gegner festhalten. Okay. Oder auch Black Hole Egg ist geil, so. Die werden durch BKB geblackholed und nach dem Black Hole kommt noch ein BKB durch BKB-Stun, so. Was will man gegen Black Hole Egg machen? Aber du siehst ja, Hauptding, er läuft eigentlich das ganze Spiel auf die Gegner drauf, benutzt seine Fire Spirits und Laser und ja. Und sein Gameplan ist hier hauptsächlich, da er nicht die einfachsten Eggs placen kann. Er will eigentlich so 800 Range hinter seinem Team stehen. Dann will er mit Dive einmal reinfahren, auf alle Gegner Fire Spirits und Icarus Dive Debuff machen. Und dann von hinter seinem Team wieder sein Team heilen und die Gegner, die gerade gegoat werden, mit Laser damagen. So, das hier ist sein Hauptplan. Und wenn er irgendwie zu hart auf sein Team oder so committed wird, dann placed er einfach 600 Range hinter seinem Team, so ein Safe Egg. Dann müssen ja eigentlich, wenn die Gegner dann in dem Gebiet weiterfighten, dann kriegen sie Egg Damage und Eggs dann. Der Damage geht übrigens auch durch BKB durch, so wie es aussieht. Pierce Spell Immunity. Und wenn die Gegner halt weglaufen, dann macht halt dein Team wahrscheinlich Sachen, so. Wie ich sag, du musst dir halt immer Gedanken machen, wie nah darfst du dein Egg an die Gegner placen, weil die meisten guten mittelmäßigen Phoenix-Spieler, die placen Eggs, die einfach zerstört werden und die richtig guten Phoenix-Spieler, die placen die halt irgendwie auf so viel Range von den Gegnern weg, dass sie es gerade nicht zerstören können oder dass sie weglaufen müssen oder dass sie halt irgendwie nicht weglaufen können. Keine Ahnung, da gibt's halt, man muss halt immer sich so denken. Wenn du jetzt da ein Eck machst, was machen die und was kannst du mit deinem Eck erreichen und hilft es deinem Team? Hier was natürlich auch richtig gutes Item, alle Auren-Item funktionieren, während man im Eck drin ist.
Und sie, Shivas, gibt dir auch einen extra Attack-Speed-Slow, das heißt noch schwerer, das Ei zu töten. Er hat auch hier das Leben-Talent genommen. Das zeigt er auch nochmal drauf. Er baut ja hier Urn und Armor, das heißt, er ist auch mega tanky. Das heißt, man ist zwar ein Support, aber man muss halt auch nicht nur hinten dran stehen. Man kann auch halt mittendrin stehen und einfach mal 3000 Damage tanken, so. Und man hat ja immer noch so den Notfallknopf Act zu drücken, wenn man nicht so gechainstunt wird. Also man kann halt auch echt irgendwie mittendrin stehen und einfach die Gegner nerven und angreifen. Alright, er wurde jetzt hier gecrippt, aber theoretisch, hier bricht jetzt der Fight aus. Okay, Magnus wurde gedummt. Auf jeden Fall, hier ist jetzt ein Fight ausgebrochen. Alright. Er hat 3 Spirits ready. Der Bane hat Creeps, das heißt, er kann auf jeden Fall Spirits removen und theoretisch mit einem Assist-Hit von der Ench oder vom Lifestealer das Ei solo töten. So. Wie sieht's hier mit Axe aus? Er hat hier... Sein Dive Range wird wahrscheinlich irgendwie so sein. So. Hier in den Bane kann er nicht wirklich ein Egg reinplacen, weil der Bane A, wenn er schnelle Finger hat, crypt er ihn während dem Dive. B, er macht einfach Greaves und greift das Egg an. Und die Ench hilft ihm noch so ein bisschen so. Alright. Das Egg machen, um sein Team zu supporten und ein bisschen zu saven, falls sie da fighten. Wo könnte er das placen? So. Der Lifestealer, klar, macht 2 Angriffe pro Sekunde. Die anderen können auch noch ranlaufen. Das heißt, wenn man jetzt instant ein Egg fürs Fighten placen will, dann wäre das Egg wahrscheinlich irgendwie, dann wäre das so die Linie, wo man das Egg placen kann. Die würde sich irgendwie so hier so ziehen. Wo steht die TA? Die TA macht verdammt viel Schaden. Das heißt, wenn man so auf die TA oder vor die TA oder hinter die TA das Egg stellt, dann nehmen die natürlich auch verdammt viel Schaden, falls sie sich überleben, das Egg anzugreifen. So, die TA, die macht hier so 300 Damage pro Hit plus 30% vom Deso plus 40%. Das heißt, die macht so circa 600 Physical Damage pro Hit und 100 Magical Damage pro Hit und greift 2x pro Sekunde an. Das heißt, die macht irgendwie so 1200 Physical Damage plus 200 Magical Damage oder so ein Spaß. So. Wenn der Lifestealer sich jetzt überlegt, die anzugreifen, der hat 4000 Effective HP. Der wäre halt wahrscheinlich in 3 Sekunden Egg angreifen auch tot von der TA. Clock kann ich wirklich committen. Okay, der hätte hier noch Overclocking. Das heißt, theoretisch könnte der aufs Egg draufhucken und mit Overclocking Attack Speedes angreifen. Ich würde sagen, entweder einfach so weiterspielen und hier so die Sachen machen, aber dann ist natürlich das Risiko, er wird gecrypt. Oder hier circa auf die TA oder kurz hinter die TA oder so einfach ein defensives Egg werfen und während dem Dive auf die Spirit schmeißen und ja, Lifestealer hat BKB, Nikes hat BKB. Ich würde jetzt entweder hier irgendwo das Ei placen, hinter mein Team. Oder irgendwie versuchen, hinter denen zu stehen und die irgendwie zu healen oder so. Aber eigentlich, er hat hier Full Vision auf den Bane, also darf er eigentlich auf Phoenix nicht gesleept oder gecrypt werden. Das heißt, eigentlich wäre meine Position im Fight auf jeden Fall eher irgendwo hier. Mit Egg oder ohne Egg. Aber Laser ist eher auf Cooldown, das heißt eigentlich, was für einen Grund hat er nicht direkt hier das Egg zu ziehen? Und sozusagen einen Black Hole mit 6 Sekunden Delay auf die Gegner zu schmeißen. Oder was denkst du? Ich habe gerade überlegt, ich meine, wenn du das Eck hinter die TA placest, dann würden sie ja instant abhauen, weil der Magnus kann nichts machen. Und die würden einfach disengagen jetzt einfach. Könnte sein, aber können die wirklich abhauen? Hier ist eine TA in Jump Range, die mit Daggers laut und verdammt viel Schaden macht. Hier ist eine TA, die in Attack Range steht und Leute angreift. Lifesteal hat ja auch keinen Blink oder sowas. Magnus ist gedoomt. Also können die wirklich so schnell weglaufen? Sind die eigentlich nicht gezwungen hier zu fighten, weil sie sonst einfach umgehaut werden? Und nach dem Egg hat der Phoenix ja auch wieder alles ready. Also klar, könnten sie nicht disengagen. Gucken wir, was passiert. Okay. Phoenix dived rein.
will seine Spirits benutzen oder so. Oder will auf den Magnus oder will irgendwie hier das Egg placen. Auf jeden Fall wird hier gecrypt und er ist zwar tanky, vielleicht überlebt er das. Vielleicht ist es sogar gut, hier den Crypt zu tanken, weil der Bane, der wird es hier natürlich von der PA gechompt. Der Bane stirbt hier. Sie waren hier auf jeden Fall am Weiterfighten. Das war hier vielleicht sogar der maximale gute Move, einfach den Crypt zu tanken. Vielleicht hat er das bewusst gemacht, ich weiß es nicht. Hm. Aber gut, den Fight hätten sie hier wahrscheinlich mit, ohne Egg, mit oder ohne Phoenix so hart gewonnen. Hm. War einfach nice, dass sie den Magnus irgendwie vorm Fight gedoomt haben, würde ich sagen. Aber es geht auf jeden Fall auch nur darum, dass man auf jeden Fall die Option sieht, was kann man machen. Das habe ich ja vorher auch schon angesprochen. Er ist halt mit dem Lebenstalent und der Urn und der Armor, die bald kommt, auch verdammt tanky und kann halt einfach irgendwie einfach die Gegner baiten, Skills auf ihn zu benutzen. Es geht vor allem gut in deinem Bracket, weil in deinem Bracket, da überlegt man sich nicht, auf wen man Skills benutzt, sondern man benutzt auf den Skills, der am nächsten an einem dran steht. Und wenn man sieht, man hat 3000 Leben und 20 Armor, dann kann man natürlich auch mal die Gegner dazu motivieren, die Skills auf einen zu benutzen, wenn es denen nicht reicht, dich zu töten. Ja, da muss man auch in sein Team irgendwie vertrauen können oder so ein Spaß. Aber auf jeden Fall der Grundgedanke mit Egg Placement, was die meisten Leute nicht verstehen. Das Egg hat eine verdammt hohe Range, 1400. Man muss es nicht direkt in die Gegner reinplacen. Man kann es auch irgendwie so am Rand von denen oder hinter deinen Teammates oder auf deinen Teammates oder zwischen den Gegnern und dem Weg, den sie nehmen würden, zum Weglaufen. Das ist so mein Hauptpunkt, das verstehen die meisten Spieler nicht. Und da muss man halt irgendwie entweder ein Gefühl entwickeln oder auch ab und zu ein paar gute Phoenix-Spieler schauen. Die haben da meistens schon was drauf, da kann man sich es irgendwie abschauen. Aber im Notfall theoretisch, man kann sich Gedanken machen, das visualisieren und einfach ein bisschen im Notfall im Kopf ein bisschen rechnen. Und wenn die vom Egg weglaufen müssen und du es mit 600 Range geplaced hast, dann verschwenden sie ja schon auf jeden Fall 3 Sekunden einfach mit weglaufen. Das heißt wahrscheinlich in 3 Sekunden dann aufs gesamte Gegnerteam getroffen. So umgerechnet. Hm. Das heißt, war eigentlich trotzdem den Ravage, nur die Gegner, ja, das heißt, eigentlich hast du so ein Lone Druid Savage War oder ein Double Screen of Pain 4 Scream auf die Gegner gemacht. Right. Halt vom Roshan Pit das Eck zünden, damit die im Rosh Pit gestunt werden, geht ja. Kann auch richtig gut sein, so. Roshan Fights sind richtig gut mit Phoenix, weil. Und was natürlich auch geisteskrank ist, überlegt mal, ihr fightet an der Klippe oder irgendwo an so einer Klippe und du machst einfach das Ei auf die Klippe drauf. Hm. Oder gerade bei Roshan, du machst hier das Ei, das geht dann trotzdem in den Rosh Pit oder die Gegner machen hier Roshan und du divest hier auf die Klippe drauf. Oder die sind hier im Roshan und du machst es hier und die haben keine Möglichkeit irgendwie auf das Eck zu committen. Ich würde das einfach nur noch bis zu den jeweils den Fights vorspulen und noch 2-3 Fights anschauen und bereden. Man kann während dem Laser natürlich auch die Spirit schmeißen. Oh. Das war jetzt natürlich ein richtig krankes, geiles Eck. Und er wird aber nicht vor. Ein bisschen lucky, ne, dass sie da gerade rausgekommen sind. Also, das Egg hat er nur benutzt, weil die da gejumpt sind. Also, es war halt. In einer Zehntelsekunde entscheidet man halt so Sachen. Aber ja, war lucky, dass er hier nicht RP'd wurde. Mein
Aber, hier sieht er, da wird RP'd und hier wird geeggt. Und jetzt können die nicht auf das Egg drauflaufen. Ja, da sind noch ein paar Cocks im Weg. Die könnten schon hinlaufen, aber es würde halt wahrscheinlich trotzdem nicht reichen und... Und jetzt sind ja natürlich die zwei Cores von denen manfighten, sterben halt hier irgendwie trotzdem, aber ich glaube, ich hätte hier auf PA sogar instant gebuybackt. Die haben keine AP mehr, die werden hier vom Eck gestunt. Aber es könnte jetzt natürlich sein, dass die trotzdem beide sterben. Dank dem guten Eck. Ja, Magnus auch direkt gebuybackt. Ja, trotz gutem Eck. Also wie gesagt, man first pickt halt auch immer die Supports early. Ist halt echt dumm, wenn dann dein Carry nicht auf die Idee kommt, Void oder so zu picken. Wenn man vor, die hätten jetzt Void-Combo gehabt für das Eck in dem Game. Die hätten einfach gar nichts im ganzen Spiel gemacht. Aber es sind halt Pub-Games, man muss halt auch so gut wie es geht klarkommen in den Games, wo sein Team halt keine guten Helden pickt mit seinem Server. Ist das ein Post-3-Bane? Das war ein Post-5-Bane, glaube ich. Nee, das war ein Post-4-Bane. Okay. Aber vielleicht haben die einfach, wollten eigentlich Post-4 spielen und haben sich einfach dazu entschieden. Ench lane besser gegen... Ja, wobei die lane... Der Doom kann ja die Creeps essen, keine Ahnung. Auf jeden Fall Support Bane. So, hier. Hat auch hier einen Flatz gekauft. Mhm. Einfach fürs Team, denke ich mal, weil niemand anders das kauft. Aber allein durch das, dass er jedes Mal hier den ganzen Crypt tankt, den Initiate tankt und alles, macht er einfach so viel Space für sein Team und sie kriegen ihn trotzdem nicht tot. Das sieht auf jeden Fall schon, wie krank der Held ist, obwohl er eigentlich nicht viele Items hat. Und ja, Level 20 Talent, eigentlich immer Sunray wäre ein Supernova, aber wenn du jetzt ein Game hast, wo es echt richtig schwer ist, dein Egg so richtig zu positionieren, kann natürlich so Dive Range, kann dir halt jede Position fürs Egg geben. Und jetzt geht der Arganims. Jemand von der AP retten kann natürlich auch groß sein. Vor allem, wenn man diese defensiven Eggs plays, das hat ja verdammt viel Range. Dann kann man halt 500 Range hinter ihm so ecken und ihn aus der AP rausretten. Und ich glaube, es gibt zwei extra Hits, die man machen muss aufs Ei. Der Doom hat übrigens das Shivas gekauft und deswegen hat er sich das Shivas nicht geholt. Ein Vale würde es auch gehen auf dem Phoenix oder? Vorhin auch viele Leute. Ja, Vale geht auf jeden Fall auch. Kommt immer drauf an. Und hier ist das Roshan-Eck, aber. Ja, lass doch mal durchgehen. Ich glaube, er hat seinen Laser full gechannelt und dann erst geeggt, nachdem der Full Duration Racer durch war. Aber was er hier natürlich auch machen kann. Er weiß ja, dass die AP und so benutzt. Er könnte auch einfach mit dem Egg hier irgendwo initiaten. Und dann, wenn sein Team APed wird, überleben sie trotzdem. So, er benutzt hier so den Laser und so, aber... Hätte er hier halt instant APed, dann wären seine zwei Cores vielleicht nicht gestorben. Also ich bin mir nicht so sicher, dass er, ob das so gut ist, dass er jedes Mal mit dem Egg so lang zögert.
Also sein Hauptgameplan sieht einfach aus, hinterm Team stehen bleiben und mit Egg und Laser einfach heilen und damagen. Hast du noch irgendwelche Mechanics-Fragen? Oder allgemein Fights und Placement und eine andere Sache, wenn ein Game hat, das schon dein Team nur Space hat, was ja auf Phoenix ein Escape. Du kannst natürlich, wenn dein Team jetzt irgendwie auf deiner Seite der Map farmt, du kannst auch irgendwie einfach so Creep skippen. Du kannst ja aus dem Jungle hier zweimal Spirits werfen und die Creep Wave stirbt dann, wenn die Gegner kommen, einfach rausdiven into TP oder hier mit Sunray in den Wald reinfliegen. Mhm. Also du kannst mit Phoenix auch richtig gut einfach Creep skippen und so. Um für dein Team Space zu machen. Also so ganz anderen Seite spielen und einfach Gegner Jungle oder Gegner Lane super aggressiv zu farmen. Oder auch wenn man hier so ein Ward plays, dann kannst du ja hier echt alles tun, was du willst. Und die müssen ja dann permanent irgendwie die reinpushen, die Lane irgendwas dagegen tun, dass sie den Tower nicht verlieren und so. Also, wenn du einen Help mit Escape hast, auch immer dran denken, du kannst eigentlich alles machen, was du willst, wenn die Gegner nicht genug Catch für dich haben. Und das ausnutzen. Ja, hier kommt noch ein Fight, hier wird ein Egg geplaced. Alright, er sieht hier Magnus. Eine geile Sache ist natürlich, wenn du irgendwie ein aggressives Egg hier playst, wird der Blinkdagger von Magnus disabled und er kann nicht reinblinken für AP. So, was sind hier die Optionen irgendwie? Keine Ahnung, hier... Meine Lifestealer ist tot, die wollen wahrscheinlich einfach disengagen. Das heißt, wenn man hier jetzt aggressiv eckt, ich sehe jetzt nicht wirklich, dass sein Team die Gegner wahrscheinlich catchen kann. Das heißt, die disengagen dann einfach, würde ich sagen. Okay, das wird jetzt... Also, hier ein Eck wäre, glaube ich, super safe, aber wenn er jetzt richtig deep das Eck bläst, dann können sie auch committen. Aber er bläst hier das richtig tiefe Eck, dass sie eigentlich nicht einfach disengagen können, denke ich mal. Vergisst hier irgendwie den Laser zu drücken. Er lässt sich hier echt Zeit, den Laser zu drücken. Das siehst du auch, die Pro-Player machen das nicht perfekt. Von dem her, wenn man ab und zu mal ein paar Fehler macht und missplayt, es wird nicht besser mit HMMR. Ja, haben wir halt trotzdem disengaged, wie gesagt. Und jetzt kommt hier die kranke AP. Also wie gesagt, ich meine, man hätte hier echt vorhersehen können, dass sie da disengagen und einfach das Eck irgendwie saven für so eher sowas Passiveres. Oder noch aggressiver einfach ecken. Boah, kriegt sogar hier die 3-Man-AP, das darf glaube ich nicht passieren. Ja, jetzt haben die glaube ich das Spiel verloren. Oh, Refresher Shard und Eck, aber... Okay, die PA tötet die, die auf das Eck gehen. Ja, ich glaube, die haben verloren. Also, weiß nicht. Wäre sein Team ready gewesen, die zu catchen, wenn sie disengagen? Oder hätte er es vielleicht irgendwie für einen späteren Moment gesaved, dass falls die gehen wollen, wenn die einfach thrown, hätte er vielleicht da gewinnen können. Ja, aber ich glaube... Ja, aber ich glaube, Grundgedanke, wie man die Skills benutzt, wie man skillt, Itemization müsste, glaube ich, rübergekommen sein. Und du schaust dir ja wahrscheinlich auch noch selber ein paar Replays an wegen Items und aus einem Spiel kann man wahrscheinlich recht wenig sehen und... Ich würde mir dann von einem Spieler dann mehrere Wiederholungen anschauen. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an und... Weiß nicht, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Wisst man nicht. Ich glaube, man braucht halt einfach auf jeden Fall mindestens 20 Games auf beiden Helden, bis man mal mit den Mechanics und so klarkommt. Auch, dass man dran denkt, mit dem Fliegen anmachen im Laser, Laser im Eck anmachen, die Spirits treffen und schnell benutzen. Aber wie gesagt, ich würde auch einfach sagen, verbring mal einfach eine Stunde in der Lobby. Stell dir da irgendwie 5 Dummy Heroes auf und practice einfach gleichzeitig auf alle hier deine Spirit schmeißen oder sowas und practice die Skills zu benutzen.
Practice mal einen Teammate wegzukicken, practice einen Gegner wegzukicken, practice den Boulder Smash als Slow zu benutzen. Probieren Gefühl für die Minimum, Maximum Range des Rolls zu bekommen. Probieren Gefühl für die Reichweite der von Magnetize zu bekommen und wie weit es auf Gegner überspringt. Ja, und ich glaube, das war's dann erstmal, oder? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank an dich fürs Coaching und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit den neuen Helden. Ja. Ich wünsche dir, dass deine Pubs heute ein bisschen besser laufen wie meine. Wenn das so weitergeht, ich meine, ich mache hier gerade ja 80% Gewinnquote, also. Ich bin ja noch nicht so hoch wie du, ne? Da kann man ein bisschen mehr gewinnen. Haha. Boah, also auf dem MMR auf 7K kann man eigentlich auch noch 80% gewinnen mit den richtigen Helden, wenn man gut spielt und gerade nicht vom Teufel den Fluch auf sich drauf hat. Aber ja, bin mal gespannt, wann es dann bei dir anfängt, wieder schlechter zu werden mit so viel Gewinn. Ja, irgendwie, als wir das letzte Mal gesprochen haben mit dem Traden, das hat nochmal einen Klick gebracht. Das praktisch so von einer 55-60% Quote ist wieder auf einer 70-80% ging. Härter traden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich da brauche, bis ich die nächste Stufe erklimme und dann sage, okay, jetzt muss wieder irgendwas Klick machen. Ja, das fasziniert mich immer, dass irgendwie so ein paar kleine Sachen schon so viel Unterschied machen, aber bis Immortals, bis 7K sind es halt einfach echt nur die Basics, inklusive auf die Minimap schauen und Map Awareness und wie man auf der Map sich bewegt, wenn man sieht, dass sich die Gegner bewegen. Und das Wichtigste sind einfach die Laning Mechanics. Man kann halt echt keine Ahnung vom Game haben und ohne Probleme, wenn man einfach die Laning Mechanics gut macht, auf Immortal Divine kommen. Ich glaube, da hätte ich auch noch Verbesserungspotenzial mit so, weiß ich, Camera Placement und vielleicht hier und da noch den einen Hotkey besser und so. Aber ich glaube, da, wenn mich das zu doll stört, dann komme ich nochmal auf dich zu und dann machen wir nochmal was. Ja. Und wie gesagt, nur in Basics. Ja, das kommt auch alles mit Zeit und so und weiß nicht. Kamera habe ich bei mir einfach so, ich habe den, für manche Situationen habe ich hier den Mausrad-Grip an und ich habe einfach die Kamera ohne Beschleunigung auf Max-Speed. Und das tut's eigentlich für mich auf jeden Fall. Ja, das und jetzt meint ihr auch, wie positioniere ich meine Kamera im Kampf, in der Lane? Zeige ich mir alles, was wichtig ist oder habe ich meine Kamera auf unwichtige Sachen? Ja. Sowas meine ich auch. Aber gut. Nee, das machen wir später nochmal. Aber sowas kann man, glaube ich, auch in Einzelarbeit gut in Replays sich einfach anschauen, wenn man sich einfach guckt, okay, habe ich alles gesehen? Habe ich was verpasst? Wer da was hätte sich sehen hätte müssen? Hätte ich da irgendwie die Kamera anders schmufen müssen? Aber das sind halt auch alles so ein bisschen schwere Themen, weil jeder hat da auch so einen individuellen anderen Spiel, einen anderen Geschmack. Es gibt ja auch, glaube ich, Dota-Spieler, die mit dem Fail-Tasten spielen. Okay. Also, weiß nicht. Wenn es klappt. Ja, es muss halt nur funktionieren. So. Alles klar. Ja, bis dann und viel Glück und ja, melde dich einfach, wenn was ist, wie immer in Discord. Machen wir. Viel Spaß heute noch beim Grinden. Ja, hoffentlich. Vielleicht mache ich auch einen Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, okay. Alles klar. Also, viel Erfolg. Bis dann.